Ping, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Jacob Plays zu Transport Fever 2 und zurück zu meinem dritten Projekt, meiner dritten Staffel, die Folge Nummer 15, ein Rhythm Sandbox Game, eine Wirtschaftssimulationsschönbaustory, Mixery sozusagen, für alle, die mich kennen. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, für alle, die mich noch nicht kennen, schön, dass ihr mich gefunden habt und wer noch nicht hat, der mache mich doch glücklich und drücke den Abo-Button. Natürlich freue ich mich auch über eure konstruktiven und kritischen Kommentare. So wie über eure Daumen, hoffentlich nach oben. Gut, wir sind hier in München und heute wird es nochmals, abermals, so für mich jedenfalls gefühlt, unspektakulär, wie schon die letzten drei Folgen irgendwo. Recht viel rudimentärer Streckenbau in München, auch wie es so ist, gell, eigentlich wichtiger Knotenpunkt auf der Map, aber noch nichts los, ich sag's weiterhin. Wir planen zeitnah wirklich dann auch Streams, wo mit dem lieben Jonas mehr Rollmaterial raufgehoben wird, als generell schon erstmal drauf ist. So, und jedenfalls heute von München soll es nach Ulm rübergehen. Eine ganz schnelle Geschichte. Ich habe hier mal schon den Bahnhof hingezimmert. Ich wollte eigentlich vor allem auch zu Ehren von Jonas ein bisschen mal den Bahnhof Ulm so abklatschen. Aber auf die Schnelle ist da nichts groß mit Kopieren. Alleine schon hier über den Übergang nennen, eigentlich Glaswände und ein Dach rauf zu zimmern, so wie es in Ulm am Hauptbahnhof der Fall ist. Soweit ich das richtig recherchiert habe, ist fast unmöglich hier in TPF2 mit den Mods, die derzeit am Start sind. Yo, und dann ist es halt so, wie es ist. Es gibt ja das Intercity-Hotel am Bahnhof Ulm, das habe ich mal probiert, einfach hier mit so ein bisschen irgendwie darzustellen. Der restliche Schönbau kommt dann einfach mal noch auch später, aber viel mehr wird es am Ende gar nicht. Der Bahnhof Ulm besteht in dem Fall aus 4 Bahnsteiggleisen sowie 2 Durchfahrtsgleisen. Ich habe es mal ein bisschen außergewöhnlich oder anders angeordnet wie sonst, wo dann heißt rechten 3 Gleise gehen in Richtung Stuttgart und die linken 3 Gleise gehen in Richtung München. Und ja, denn that's it. An sich ist auch sicherlich zu erwähnen, wie die Linienplanung langfristig laufen wird. Aber jetzt hier an der Stelle will ich mal das Video nicht springen. Und vor allem, weil wir heute gar nichts groß machen. Außer noch im Anschluss in diesem Video in Ulm fix ein paar Busse setzen. Einfach die Stadt mal ein bisschen erblühen lassen. Rollmaterial nehme ich noch nicht rauf, weil das lohnt sich tatsächlich erst, wenn die Linie ab Salzburg das nächste Mal erschlossen wird. Ich könnte mit Salzburg eigentlich anfangen, aber irgendwie habe ich... Ich habe in Ulm den Bahnhof vorgesetzt, deswegen machen wir jetzt mal Ulm und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. So, wunderbar, Gleisvorfeld am Hauptbahnhof Ulm in Richtung München. Unspektakulär, aber doch aufgeräumt und lean, genauso wie es mir taugt. Am Horizont sehen wir übrigens auch München mit dem Hauptbahnhof und auch dem Zugdepot. Also wir haben NEP auf 10 Kilometer Sichtweite eingestellt, zwecks der Performance. Wir sehen sogar die Züge da hinten. Und wir sehen, dass Ulm nicht weit von München hier auf dieser Map entfernt ist. Alles recht gedrängt, aber ja, so ist es mal wieder. Hier noch 2 Stahlbogenbrücken, die ich gefunden habe, die ich gerne natürlich verbaut habe. Wir haben das Problem hier in Ulm, wie schon in Ingolstadt, dass wir extrem flach über der Donau übersetzen. Ja, wenn hier ein Kanufahrer noch durchpasst, dann ist es schon viel. Generell ist die Donau weder bei Ulm noch bei Ingolstadt schiffbar. Von daher ist es nicht ganz so wild, außer jetzt korrigiert mich einer von euch. Und ja, so ist erstmal der Stand der Dinge. Jetzt muss es so bleiben. Nicht ganz so schön fürs Auge, wenn es das Gleis so extrem tief über dem Wasser überführt. Dann hier noch weiterhin ein Gleisabstand, ein relativ großer, denn wir werden hier eine SBB-Garnitur fahren lassen, die von München direkt nach Zürich überführt oder fährt. Und die wird den ersten Gleisabschnitt Richtung Ulm noch nutzen und dann hier sich ausknüpfen und dann überwerfen. Deswegen hier ein bisschen Fleisch zwischen den Gleisen, damit wir was haben, wo wir ansetzen können. Gut, ich glaube, wenn man nach München guckt, das wäre es bis hier. Viel mehr wird hier nicht passieren. Auch gar nicht möglich, weil ich hier kein Gleiskreuz zum Überschlag vom einen auf andere Gleis gebaut habe. Wenn jetzt in der nächsten Folge sicherlich bald in Stuttgart mit angeschlossen wird, dann können wir hier die erste Linie auch zwischen München, Ulm, Stuttgart laufen lassen. Hier und jetzt kommt noch fix ein bisschen Busverkehr mit rein. Ja, wie man den Bahnhof hier gestaltet, da bin ich mir auch noch gar nicht so sicher. Ich werde erstmal Ulm ein bisschen bei der Straßenplanung noch auf die Sprünge helfen und dann machen wir gleich noch ein bisschen Bus. Also, allzu viel musste man Ulm gar nicht auf die Sprünge helfen hinsichtlich dem aktuellen Straßenbau. Und ich habe hier schon mal die Bushaltestellen Markierung auf der Straße angelegt. Und so viele von euch mögen unbedingt die Wendeschleife sehen. Ich denke, es wird diese sein, warum auch immer. Dass euch mein eigenes Konzept da gar nicht so taugt oder ihr halt einfach Abwechslung braucht, was ich ja verstehe.
Jetzt hämmern wir die einfach mal hier hin, wobei die immer so verloren aussieht, egal wie oder wo du sie anbaust. Hier verloren, da verloren, irgendwie. Ach, also meins ist es nicht so richtig, aber mit Gruß an Yannick und so viele andere, eure Buswände schleifen. Und auf der anderen Seite, jetzt muss ich gerade mal checken, da baue ich wieder Checo-Like-Standard hin. So, dann hier machen wir, ob sich das so ausgeht, Busspur ist an. Cool, die habe ich noch nie verbaut. MZ Small Street, also vom lieben Manuel. Schaut richtig gut aus, okay. Und dann können wir eigentlich Bushaltestellen setzen. Super, dann Linie. Das wird Bus Ulm, die 1. Ein Traum. Noch eine andere Farbe ist nicht schlecht, gell? Und dann zack, 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 zack. So, alles richtig? Alles richtig. Ist jetzt nicht schwer gewesen. Dann Busdepot und das sparen wir uns einfach. München ist halt nun mal gar nicht weit. In Sichtweite hatten wir ja gerade. Von daher greifen wir einfach hier aufs Busdepot zu und hauen uns mal. Lassen uns mal ein paar Busse für Ulm raus. So, lassen wir uns mal Iveco Crossways raus. 12 Meter Stadt. Warum nicht? Bus Ulm. So richtige Mods für Ulm habe ich nicht gefunden. Wenn es was gibt, gibt gerne mal eine Info in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob ich die Busse so in der Art schon mal gesehen habe. In Iveco. Also mir passt das. Da bekommt auch Ulm schönes Rollmaterial für die Straßen. So, wo sind wir hin? Hier. Und hier wird alles noch ein bisschen verschönbaut. Ein kleiner Parkplatz. Ein bisschen Schallschutz, bisschen Hecke. Bisschen überhaupt Textur und. Jetzt müssen wir erstmal in die andere Richtung weitergehen. Und dann wird das schon, sage ich mal. Gut, gut. Also, vielen Dank fürs Reinschauen, ihr Lieben. Lasst gerne Likes und oder Kommentare, konstruktiv und kritisch natürlich da. Aller Anfang ist weiterhin schwer. Also, wir sind gerade mal bei Folge Nummer 15 und die Gleisinfrastruktur ist bei weitem noch nicht vollständig auf der Map. Von daher wird es noch sicherlich einige weitere Videos geben, die so ähnlich sind wie diese. Und ich hoffe, ja, wie gesagt, ihr habt einen langen Atem und haltet so lange durch, bis es dann wirklich richtig spannend wird. Ich werde es auf jeden Fall natürlich. Ich freue mich, wenn erstmal die Gleisinfrastruktur vervollständigt ist auf der gesamten Map und wir dann das Rollmaterial immer wieder nochmal aktualisieren können, bis es passt. Das Linienmanagement in Gänze auf der Map hinsichtlich Stichwort Netzplan nochmal überarbeiten werden können und müssen. Und dann anfangen eigentlich die gesamte Gleisinfrastruktur mit dem Güterverkehr aufzuplanen, zu belasten, anzuspannen. Um mal zu gucken, wo die Reise hingeht, wie sich das alles entwickelt. Aber der Weg ist noch weit und ich bin weiterhin mit Vollgas dabei, freue mich auch schon auf die Zukunft. Bin gespannt, wie sich die Map auf jeden Fall weiterentwickelt hier. Und kann euch jetzt erstmal nur weiterhin und wie immer eine schöne Herbstzeit, eine gesunde Zeit wünschen. Und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Macht's gut, ciao, baba, der Checo, servus.